Wird gemacht. Ja. Ja! Der Feind attackiert eure Siedlung. Gruppe 0. Lass mich bitte meine Arbeit. Lass euch zurückfallen. Ich mach das schon. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja. Hier, schöpfen sich jetzt langsam. Danach können wir den Kanonen vorrücken. Über den hier die Puste ausgegangen ist. Ey, Gruppe 0, repariert das. Schützen. Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Nein, darum. Nein, hierum. Holz gefällt. Wird gemacht. Jawohl. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Das kann ich. So, die sicherste Vorgehensweise, um die Türme loszuwerden, besteht jetzt aus der Reiterei. Ergreift sie! Die Schützen könnten einfach in irgendeinen unglücklichen Hinterhalt geraten oder ähnliches. Ah, wir können die Schützen schon mal hier hinsetzen und hier anfangen, alles zu beseitigen. Gruppe 8 ist hier. Kann einen vorgeschobenen Schießplatz hinsetzen. Wird gemacht. Hieraus können immer noch eine Armee rausgequollen kommen. Und das wird wahrscheinlich auch bald passieren. Nein, da ist schon schnell ein Trupp draufgegangen. Genau in der Sekunde. Timing. Ist immer wieder dieses Timing. Armee 3. Wo ist Erek? Der sitzt hier mittendrin. Eure Arbeiter zahlen ihre Steuern. Stimmt da drauf los. Ich könnte schwören. Reiterhorde da drauf. Schützen. Auf die Türme. Gruppe 0. Macht euch bereit, hier Türme hinzusetzen, die wir brauchen werden. Gut. Feinde greifen euch an. Jupp. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nur Mut. Wir werden. Erik ist wieder umgekippt. Das überrascht jetzt wieder mal niemanden. Ja, mein Herr. Bewegung. Ergreif vorwärts. Sie. Wir bleiben hier. Nein, greif an. Angriff. Kanonen, ihr dürft auch vorrücken. Wird gemacht. Auf in den Kampf. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So, dann zerlegt die Verteidigungsanlage von dieser Seite aus. Ich glaube, wenn wir zuerst hier angreifen, dann minimieren wir die Zeit, in der wir angegriffen werden können. Ihr seid auf Feinde. Jetzt eigentlich was genau, was ich nicht wollte, dass ihr macht. Denn es kommt bestimmt wieder neue. Auf in den Kampf. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Also erst, ihr greift hier. Fürchten. Ihr macht weiter Nur hier. Mut. Wir werden siegen. Ausbau fertig. Und jetzt geht ihr nach hier rüber. Angriff. Fertig, Meister. Oh, der Tag läuft echt nicht, wie ihr ihn euch vorgestellt habt, oder? Quick Save. Ich werde das nicht tolerieren, dass hier irgendwas nach hinten weiterhin losgehen kann. Fällt übrigens jetzt erst auf, dass die ganze Karte aufgedeckt wurde. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, ist gut. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? So soll es sein. Können wir nicht einmal einen anderen. Gruppe 9, wir brauchen jetzt hier eine Kaserne. Natürlich. Armee 3 rückt bis hierhin vor. Die Kanonen rückt bis hierhin vor. Ja, mein Herr. Gut, nichts und niemand wird uns jetzt aufhalten. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau fertig. Wird erledigt. Ja, ja. Kein Problem. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie ihr befehlt. Ich hasse Ressourcenschlachten. Aber ja, wir haben es immerhin geschafft, diese Ressourcen doch taktisch voranzutreiben, ohne einfach immer weiter Truppen auf das Problem zu werfen. Ausnahme sind unsere Reiter, die haben geblutet wie nichts Gutes.
Ja, mein und natürlich unsere werten Schwertkämpfer, die weggeblutet haben. Habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war könnte übrigens gar nichts machen. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Gruppe 9 verantwortlich. Und habe Holz gefällt. Gut, setzen das wir unsere Reiterei wieder zusammen ein allerletztes Mal. Warum wir wieder aufrüsten, bevor wir die Burg vernichten? Ich habe gerade eine Elfe. Wegen Überraschung. Dort oben im Baum. Ich traue dem Spiel nicht so weit über den Weg, dass ich sagen würde, es wird keine Überraschung geben. Aber ich traue dem Spiel so weit, dass wir inzwischen reguläre Geschwindigkeit nehmen können. Ich würde sogar sagen, wir können sogar ultimative Geschwindigkeit nehmen. Wir erledigen das. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Weil auf die Kanonen zu warten Ewigkeiten dauern würde. In Ordnung. Müssen wir nur auf diesen Lappen hier aufpassen. Fertig, Meister. Quick Save. Eicherwut. Es ist Zahltag. Na, hatten wir das mal trotzdem nicht hingekriegt. Hat vielleicht Teil von der Zeit nicht gepasst. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dass diese Infanterie hätte ich wahrscheinlich noch eine weitere Ladung Ablässschützen haben sollen. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Deutlich praktischer. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, wir können das noch ein bisschen beschleunigen. Noch ein bisschen Schwefel verkaufen. Und noch ein bisschen Lehm hinterher verkaufen. Sind wir ehrlich, wir haben sehr viel von dem Zeug. Wir brauchen es nicht. Wir 15.000 Tacken auf Tasche haben, nur falls irgendwas nach hinten losgeht. Weil ich weiß, dass Dinge nach hinten losgehen. Immer. Quick Save. Reguläre Geschwindigkeit. Ich tue mein Bestes. Kann ich die Tür beschützen? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke! Euer Wunsch ist mir Befehl. So. Jetzt haben wir bereits alles. Okay, unser Auftrag war es, jetzt mit Eric dahin zu gehen. Der Tag der Abrechnung. Oh. Kerberos muss sich in seiner Burg versteckt haben. Alle Mann auf die Burg. Okay. Ich würde sagen, schicken wir mal die schweren Geschütze und die Schwertkämpfer drauf. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Aus Sicherheitsgründen behalten wir die Schützen und die schwere Kavallerie in Reserve. Ich tue mein Bestes. Ja. Und nur für den Fall, dass Drake, dass Eric sich jetzt wieder zu Tode langweilt. Hier, du brauchst noch einmal kurz mal die 10 besten Witze des Tages. Und gib Schub. Ganz normale Geschwindigkeit. Dann auf. Wo ist Kerberos? Anscheinend hat er es auch rechtzeitig geschafft, sich in Sicherheit zu bringen. Finde den Eingang zu seinem Geheimversteck, was sich unter der zerstörten Burg befindet. Wo ist das? Spiel. Wie zum tatsächlichen Henker! Schützen. Kümmert euch drum.
Dinge übersehen haben, ist natürlich peinlich. Ja, Herr. Hey, guck mal, da ist ein Geheimversteck. Wie das wohl da hingekommen ist. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Natürlich. Ah, da bewegen sich unsere professionellen Arbalestenschützen hier. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, Herr. Kanonen lassen wir hier. Jawohl. Wird gemacht. Und die Reiter ziehen wir schon mal in die Siedlung zurück. Jawohl. Aus Sicherheitsgründen und weil die schnellsten sind, um dort anzukommen. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Lehrt sie das Fürchten. Gibt es sonst noch irgendwelche Türme oder sowas, die wir übersehen haben? Scheinbar nicht. Natürlich. Vielleicht hat drei Heiltränke. Ja, Milo. Reichen, falls das noch kommt, denke ich. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr wollt. Ja. Halt. Ja. Sofort. Natürlich. Ja, natürlich. Sofort. Wie ihr wünscht. Sofort. Ein Held ist in großer Gefahr. Quick Save. Weicherwut. Weicherwut ist aktiviert mit dem vermaledeiten Überlebensmodus, der aus Erek, dem ultimativen Helden der Helden, nichts anderes macht, als wie ihr wünscht. Lästige Unzuvorkommenheit. Jawohl, Herr. Ich habe das Versteck gefunden. Eure Arbeiter bezahlen und ihre jetzt? Steuern. Einer eurer Männer ist ertrunken. Seht nur, es klart auf. Oh! Ihr habt das Geheimversteck gefunden. Nun müsst ihr Kerberos gegenübertreten und einen Kampf besiegen. Ey. Kerberos kann nur mit Angriff-Kombis geschlagen werden. Dabei musst du in der Reihenfolge der Kombis merken und kurz auf die richtige wiedergeben, indem du die richtigen Buttons drückst. Nur ein Test. Drücke folgende Buttons. Was? Ich meine, cool, aber was? Antäuschen, blocken, Angriff. Du musst die richtige Reihenfolge angeben. Kerberos muss noch 4-mal angegriffen werden. Ah. Okay, bereit. Angriff blocken, Angriff antäuschen, Angriff. Angriff blocken, Angriff antäuschen, Angriff. Angriff blocken, Angriff antäuschen, Angriff. Du musst noch 3-mal angegriffen werden. Nett. Ja, leg los. Antäuschen, blocken, blocken. Angriff, blocken, antäuschen, Angriff. Antäuschen, 2-mal blocken. Angriff, blocken, antäuschen, Angriff. Angriff. Oh, probier's nochmal. Das war antäuschen, blocken. Antäuschen, 2-mal blocken. Verdammt. Dann war's nochmal. Oh Gott. Antäuschen. 2-mal blocken. Angriff. Blocken, antäuschen. Angriff. Allzu viele Worte mit A an. Antäuschen. Blocken. Angegriffen werden. Angriff, blocken. Antäuschen, antäuschen. Blocken. Angriff, blocken, antäuschen, antäuschen, blocken, antäuschen, Angriff, Angriff.
Mit zwei Angriffen. Ach komm, ich wollte es noch ein bisschen Dovette durchlesen. Angriff, blocken, antäuschen, blocken. Antäuschen, zweimal Angriff. Ja. Einmal noch. Blocken, Angriff, blocken. Angriff, antäuschen, Angriff, blocken, Angriff. Nochmal durchlesen. Zweimal blocken, einmal Angriff. Blocken, Angriff. Blocken, zweimal Angriff. Ah, das ist eine einzige Plage. Okay, nochmal durchlesen. Nur wenn ich mir ganz sicher bin. Ich werde sowieso sofort wieder vergessen, sobald wir hier durch sind. Zweimal blocken, dann einmal angreifen, dann einmal blocken. Dann zweimal angreifen, dann antäuschen. Dann angreifen. Es wird im Endeffekt nur einmal antäuschen involviert und das endet mit dem Angriff. Okay. Na, verdammt. Nein, da hätte ich blocken müssen an der Stelle. Stimmt. Okay. Blocken. Angriff. Blocken. Angriff. Das hätte nachher nochmal blocken. Verstehe. Blocken. Angriff, blocken. Da hätten wir jetzt antäuschen. Ach, das ist alles Ketzerei. Blocken, Angriff, blocken. Angriff. Ah nein, da hätten wir schon wieder angreifen müssen. Blocken. Angriff. Antäuschen. Angriff. Blocken und Angriff. So. Hammerfest ist gerettet. Jetzt allerliebst. Der Kampf in Hammerfest ist beendet. Den Bewohnern. Ey, das war jetzt zu schnell. Welches Abenteuer steht Erik nun bevor? Ich hasse es, wenn du drei Fragezeichen benutzt. Oder willst du dich zur Ruhe setzen? Noch mehr Fragezeichen! Mit Doppel-S! Lieber Siedlerspieler, weiß nur der Mapper. Im Gegensatz zur Nutzung von richtigen Satzzeichen. Zwar hat der Bürgermeister, ich pausiere jetzt immer mitten in der Sequenz und nicht, dass er zu schnell ist. Zwar hat der Bürgermeister die große Krise mit Hammerfest bewältigt. Schlimmer wurde es für ihn persönlich nur noch, als 2 Wochen nach dem Kampf gegen Kerberos die Affäre mit seiner Sekretärin aufflog. Er hatte niemals sexuelle Beziehungen mit dieser Frau. Seine Frau schrieb anschließend den Bestseller 20 Jahre unschuldig in Haft. Und gab somit jedem die peinlichen Eskapaden des Bürgermeisters preis. Das ist ein mieser Bitch-Move. Und das wird mit einem S geschrieben. Ob er die anstehenden Wahlen nach all dem gewinnen wird? Ein Fragezeichen, wenn ich bitten darf. Und keine Punkte dahinter. Plagiatsvorwurf. Unter den Druck kam auch der Professor der Universität von Hammerfest. Seine Doktorarbeit, die er vor 19 Jahren schrieb, wurde überprüft und soll an einigen Stellen nicht richtig zitiert worden sein. Ich hasse Zitate. Bei einer Stellungnahme der Presse schwor er hoch und heilig, ich habe mein absolut reines Gewissen, jeder Satz der Doktorarbeit stammt aus meiner Feder. Man wird gespannt sein, was bei Nachforschung herauskommt. Ein Ausflug nach Kanada kommt dabei heraus. Von allen Göttern verlassen. Der Pfarrer hat es in den letzten Tagen auch nicht leicht, seit er alkoholisiert und splitterfasernackt mit einem Pferd nachts durch die Straßen ritt, muss er haufenweise Spott ertragen, um die Kirche nicht in den Dreck zu ziehen, wurde ihm der Rücktritt nahegelegt. Wirklich. Das Schicksal. Nachdem sich der Bauer mit seiner Sense die Zehen des linken Fußes abschnitt, wie zum Geil hat er es geschafft, ließ er sich zum Fischer umschulen. Als ihm jedoch ein großer Raubfisch die linke Hand abbiss, wurde er als Nachtwärter eingesetzt. Genau, benutzt auf jeden Fall einen Krüppel als Nachtwache. Kurz später wurde bei ihm ein
wurde ihm bei einem Überfall in den rechten Fuß geschossen. Als ihm nichts anderes mehr übrig bleibt, na, schrieb er Bücher. Schon bald wurde er zu einem erfolgreichen Autor und Multimillionär. Okay. Abspann wie in Hollywood. Bereiste Diebe konnten den Tresor im Hammerfestbank ausräumen, dank eines über 50 Meter langen unterirdischen Tunnels, dafür das S, konnten die Räuber an einem Wochenende unbemerkt in die Bank gelangen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10 Millionen Taler. Warum ist Sven Wind auf die Idee gekommen? Nicht ernst genommen. Und wieder einmal macht der verrückte Erfinder ganz normal fest wuschig. Wuschig sogar. Nachdem er seine Zeitmaschine angeblich ins Jahr 2013 reiste, berichtet er etwas von metallischen Pferden und Vögeln und Menschen, die Siedler 5 auf einer Zaubermaschine spielen. Der Erfinder wurde endgültig für geistesgestört erklärt und in die geschlossene Anstalt eingewiesen. Das ist traurig. Ja, wir hatten... Ey, Kerbros, leg dich wieder hin, wir haben zu tun. Ja, das war eine sehr, sehr nette Map. Auch wenn ich den Überlebensmodus gehasst habe und deswegen sehr pingelig mit Rechtschreibfehlern geworden bin. Verdient. Ein herzlicher Dank an Wilma fürs Testen. Diverse Skriptfunktionen, die hier von den entsprechenden Persönlichkeiten erschaffen wurden. Und ein Dank an diese ganze Liste. Und Schande über ihn, falls er irgendwas vergessen hat. Wir verlassen. 154 Gebäude, 19 Bauernhöfe, 21 Wohnhäuser, 21 Arbeitsplätze. Wie waren wir am Ende? Nicht auf unsere Höchstzahl. Frag nicht. Die Motivation ging wieder richtig ab. Ich hab keine Ahnung, was mit denen passiert ist. 139 Arbeiter, ganz viele Ressourcen. Bis am Anfang krebseten wir mit nichts rum und dann plötzlich ist es explodiert. Wie immer. 39 wurde zerstört, 5 verloren, hauptsächlich Türme und Baustellen. 2827 Leute erledigt und 645 verloren. Ist nach wie vor nicht unseren Wünschen entsprechend. Aber gut, gegen so eine Flut aus Gegnern, die permanent angeflossen kommt, kann man nichts machen, wenn man keinen Zugriff auf Diebe hat. Und ich habe echt keine Ahnung, wer die Person ist, die ertrunken ist. Wahrscheinlich unsere Reiter auf dem Rückweg. So, dann haben wir die Endpunkte. Und liebe Gemeinde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der nächsten Karte wieder, die der nächste Teil der Hammerfest-Kampagne sein wird, die uns dann eventuell zum Phönix aus der Asche führen wird. Und dann werden wir schauen, wie sehr uns das brechen darf. Als Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Cheerio.